Ostergondlo 1401, Margit Maggie Hinterholzer, eine junge Dame, zu der kommen wir noch später, namens Lila. Schön, dass es geklappt hat, Maggie. Ein Traumwetter hat er mitgebracht. Super, kannst du nicht schöner sehen. Es wird klassisch. Ich habe gedacht, um mit euch hübsch gekleideten Damen einigermaßen mitzuheben, muss ich es wenigstens versuchen. Es geht um Klassik, es geht ums Musiktheater Vorarlberg. Maggie, die kennt man ja schon lange, oder man sollte die kennen, weil du bist da also schwer im Management drin. Liebe, große Leidenschaft. Absolut. Hoi auf jeden Fall und vielen Dank für die wunderbare Einladung. Es ist ein Traumtag. Ja, das war nicht so einfach zum Herrichten, die Kulisse. Scherz. Es hat er wirklich optimal organisiert und organisiert und mir vom Musiktheater Vorarlberg jedes Jahr Oper, Operette und Musical abwechselnd. Genau. Ja. Und wir haben unsere Standorte in Götzis und in Lustenau. Und es sind über 150 Leute dabei aus dem ganzen Land, der Großteil davon ehrenamtlich. Und heute eben dankenswerterweise stellvertretend die Lila bei uns. Und wir haben eine wahnsinnige Freude mit dem, was wir tun, weil wir in dieser Kombination die Ehrenamtlichen zusammen mit Profis bringen können. Die Solisten sind immer mit Profis aus der ganzen Welt besetzt. Und hier sind wir im wunderbaren Opernjahr. Und da spielen wir. Das spielend. Liebespaar schlechthin. Richtig, Romeo und Julia ist ja. Das Motiv. Ja. Und es ist die bekannte Oper von Vincenzo Bellini namens Capuletti e Montecchi. Jetzt hast du gesehen, Maggie, 150 Leute sind da involviert, also Musikerinnen und Musiker ja. Und Ballett. Absolut. Lila, jetzt junger Mensch, frage, ich darf sagen, wie jung du bist, nämlich ja. 16. Genau. Und du hast mit welchem Alter angefangen mit Ballett? 15. Mit 15. Also ja. Noch frisch eigentlich, ja. Aber schon sehr viel erlebt. Ja. Wie kam das dazu? Du bist gebürtige Ungarin, darf man dazu sagen. Und plötzlich kam Klassik, Ballett. Warum? Also ich habe früher schon getanzt in Ungarn und es hat mir immer sehr gefallen zu tanzen. Okay. Und dann dachte ich mir, ja warum nicht Ballett probieren? Okay. Und dann habe ich auch Voice in der Unterwelt gesehen, wo die Ballettgruppe Concord getanzt hat und es hat mir wirklich so gefallen, dass ich mich entschieden habe dazu, dass ich dann ins Ballett gehe und ja. Faszinierend, du bist auch in deinem Outfit da, ja. Also so wird man dich oder kann man dich unter anderem auf der Bühne sagen mit deiner Kameradinnen und Kameraden ja. Oder gibt also Männer, Frauen auf der Bühne, Jungen und Mädchen? Ja, haben wir auch schon gehabt, genau, jetzt das letzte, die letzten zwei Jahre waren es ja. Nur die Damen vom Ballett der Musikschule Feldkirch. Reden wir mal über die Musiker. Du hast gesagt, weltweit, also aus aller Welt kommen die daher. Ja. Das ist ja eine beeindruckende Geschichte. Ja, wir haben da wirklich durch unsere Kontakte und vor allem durch das, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, dank unserem Intendanten, dem Nikolaus Netzer, wirklich einen super Ruf. Wir kriegen auch tolle Solistinnen und Solisten, die sonst auch an den A-Häusern der ganzen Welt auftreten. Und bei uns, und das ist das Schöne daran, kriegen wir immer wieder die Rückmeldung von Erna, dass es einfach so wie bei uns nie anders ist, weil es einfach in dieser familiären Art und Weise auf professionellem Niveau, aber einfach eben das in der Form, wie man da zusammen arbeitet, wie jeder eine Freude hat und wie es eben um die Kunst geht und nicht um das jetzt wechseln Geld verdienen, weil natürlich da sind wir schon relativ eingeschränkt. Aber diese Erfahrungen, die Solisten machen bei uns, gemeinsam eben mit den vielen Ehrenamtlichen, die kann man auch durch nichts anderes ersetzen. Also ihr schafft es, dass in der so tolle Motivation, Programm, Zusammenhalt und Teamwork haben, dass man da auch ehrenamtlich mit dabei ist, also viele junge Leute auch und so weiter. Und das rentiert sich auch, weil da kriegt man musikalische Bildung mit, denke ich mal. Absolut. Oder? Und die Genres sind ja wirklich umfangreicher. Genau, und vielleicht ein Beispiel für der Lila. Sie hat mit 13 Jahren angefangen bei uns. Ihr Bruder ist auch mit dabei gewesen und hat sie einmal mitgebracht und dann hat sie gleich im ersten Jahr die Leitung für die Übertitel genommen, also einfach das Italienische auf Deutsch übersetzt und einfach zu jeder richtigen Sekunde eingespielt. Und dann war sie auch einmal auf der Bühne bei unserer Aufführung mit Aufwärts in der Unterwelt.
getanzt, oder? Nein, dort hat sie, also eine, da hat sie eine kleine Rolle gehabt. Ah, genau. So geht. Genau. Und da sieht man. Gesang, oder wie? Nein, da hat also sie eine schauspielerische Rolle gehabt. Genau. Sehr genau. Schön. Da war sie die Ambrosia. Kompliment. Ja, und hat den Nektar verteilt sozusagen. Aha, ja. Und ja, und da sieht man auch gemeinsam mit ganz Jungen oder auch mit solchen, die in meinem Alter einsteigen oder auch, natürlich älter sein können, kann man bei uns im Chor mit dabei sein. Kann man Vorhangchef zum Beispiel werden. Wir haben seit letztem Jahr einen neuen Foyerchef, der vorausschaut, dass alles am Ort ist, wo sie muss, dass die Tür zur richtigen Zeit aufkommt. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man bei uns tun sollte, aber wir haben glücklicherweise so viele, die das eben mit voller Begeisterung seit Jahren oder Jahrzehnten machen. Aber natürlich haben wir gerne immer neue Leute dabei. Maggie, wie sie lebt und lebt, mal kurz Einblick in ein junges Leben, das sich dem Musiktheater Vorarlberg verschrieben hat ein bisschen und mit Freude dabei ist und gerne nochmal einen schrägen Sound hört, wie es sich gehört für junge Leute. Maggie, ganz kurz, der große Auftritt heuer vom Musiktheater Vorarlberg. Der große Auftritt ist die Premiere am Freitag, 5. Oktober. Jawohl. In Götzis am Bach. Den weitere Aufführungen und natürlich den ein Gastspiel in Luschenau. Und zur Ankündigung des Ganzen machen wir einen wunderbaren Sommerball, hier schon zum 7. Mal. Der ist natürlich eben immer im Zeichen der Herbstaufführung und deshalb heißt es hier Amore Mio. Und zwar am 16. Juni. Ich glaube, Andreas, der solltest du oder weil ich Amore Mio mit deiner Gattin. Wir schauen, was Amore bis dahin tut. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Liebe, alles Gute. Passen auch auf euch auf. Danke fürs Zuhören. Tschüss.